präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, hallo allerseits. Ich denke, wir sollten nochmal zurückkommen auf das Thema, womit wir beim letzten Mal geendet hatten, weil ich das vielleicht ein bisschen zu oberflächlich betrachtet hatte. Sie erinnern sich, dieses Beispiel zeigt ganz gut, worum es hier prinzipiell geht. Wir haben zwei verschiedene Strings über demselben Alphabet. In diesem Anwendungsfall bei DNA-Sequenzvergleich ist das ein Alphabet von vier Buchstaben, die traditionell A, C, G, T sind, aus Gründen in der biologischen Namensgebung. Und was wir herauskriegen sollen für diese zwei gegebenen Strings S und T, ist ein solches Alignment. Sie sehen, was ist da so passiert. Sie sehen Treffer. C trifft C, A trifft A, T trifft T, A trifft A und so weiter. Sie sehen Sprünge, also dieses G hier trifft kein Zeichen im String T oder umgekehrt dieses A in T trifft kein Zeichen in S. Sie sehen aber auch hier noch, dass es durchaus Ersetzungen geben kann. Das ist die Edit-Distanz, das heißt also, wie viele Editieroperationen muss man tun, um einen String in den anderen zu überführen. Editieroperation heißt einfügen, löschen, substituieren. Und Sie sehen, wir wollen diese Anzahl der Editierschritte minimieren, weil wir umgekehrt die Anzahl der Treffer maximieren wollen. Ja, wir wollen wissen, wie viele Treffer gibt es. Das gibt uns die Information oder so ist definiert, wie ähnlich die beiden Strings sind. Man könnte die Ähnlichkeit von zwei Strings auch anders definieren, aber diese Definition hat sich bewährt. Sie entspricht ungefähr dem, was man unter Ähnlichkeit intuitiv verstehen würde oder beispielsweise hier in der biologischen Anwendung, was man hier als Ähnlichkeit braucht, um daraus biologische Rückschlüsse zu ziehen. Und sie ist auch algorithmisch gut handhabbar, was wir letztes Mal schon ein bisschen gesehen haben. Geht aber ein bisschen über das, was ich jetzt gesagt habe, hinaus, nämlich dahingehend, dass diese verschiedenen Operationen einfügen, löschen, also hier Minuszeichen und Substitution, also hier C wird durch A substituiert, um von String S zu String T zu kommen, dass diese verschiedene Operationen unterschiedlich viel kosten. Auf diese Allgemeinheit hin betrachten wir das. Das steht im Prinzip hier erst einmal. Gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz diese Folie durch, die wir beim letzten Mal übersprungen hatten. Wir haben dieses Alphabet Sigma hier, fügen noch das Minus dazu als zusätzliches Zeichen. Das gibt uns dann das eigentliche Alphabet, mit dem wir operieren, Sigma quer. Und was ist jetzt ein Alignment? Diese beiden A quer, B quer sind die beiden Input-Strings. Das war S und T auf der letzten Folie. Die sind, darf ich fragen, ob jemand von Ihnen keine formalen Grundlagen der Informatik gehört hat? Sie? Okay. Das ist eigentlich hier eine Notationsfrage. Sigma quer Stern ist die Menge aller Strings, aller Zeichenketten über dem Alphabet Sigma. Das heißt also, was hier steht, ist nicht unter Ziffer 1, ist nichts anderes als A und B sind Strings über dem Alphabet Sigma quer. So, was rauskommen soll als Alignment, ist, so wie wir das auf der letzten Folie gesehen haben, aufgefüllt notfalls hier mit führenden oder endenden Minuszeichen, gleiche Länge für beide Strings. Und wir wollen keine totale Leerstelle haben. Ja, also es macht hier keinen Sinn, eine Spalte zu haben, einen Index zu haben, wo in beiden Strings aufgefüllt wurde mit einem Minus. Deshalb schließen wir das von vornherein aus, obwohl bei Optimalität das sowieso automatisch ausgeschlossen würde, schließen wir es einfach hier aus, weil es offenkundig sinnlos ist. So, das, was hier steht, gehen wir jetzt nicht, weiß nicht, müssen wir mal gucken, ob es im Einzelnen durchgeht. Was hier steht, ist das Umgekehrte, nämlich was letztendlich hier unten in Other Words steht,
dass wir, wenn wir in diesem erweiterten Alphabet, Ursprungsalphabet mit diesem Minuszeichen, einen String haben, der also auch Minuszeichen und zusätzlich Zeichen aus Sigma enthalten kann, dann ist die Einschränkung von diesem String W auf Sigma eben das, was rauskommt, wenn man sämtliche Minusse wieder rausstreicht. Also mehr steht hier nicht. Das ist ein bisschen komplizierter formuliert. Sie kennen das, wenn man das richtig formal korrekt formuliert, Sie kennen das aus den formalen Grundlagen der Informatik beispielsweise, dann wird man, sowas kommt Ihnen dann wahrscheinlich vertraut vor, wenn Sie Veranstaltungen gehört haben, man wird solche Sachen typischerweise rekursiv definieren. Die Einschränkung eines einzelnen Zeichens aus dem Alphabet ist das Zeichen selber. Die Einschränkung des Minuszeichens ist der leere, also eines Strings, das nur aus Minuszeichen besteht, ist der leere String, das leere Wort. Oder wenn Sie die Konkatenation von zwei Strings haben, deren Einschränkung ist gerade die Konkatenation der beiden Einschränkungen. Ja, so ist das rekursiv definiert und sagt nichts anderes als, um zur Einschränkung zu kommen, nehmen Sie sich den String her und streichen Sie alle Minuszeichen raus und drücken Sie es alles zusammen auf einen String wieder und dann haben Sie es. So, wir führen ein bisschen intuitive Formulierungen, intuitive Begriffe ein. Ein Match ist, was wir in diesem Beispiel hatten hier, A und A ist ein Match, C und C ist ein Match, A und A, G und G, das sind Matches. Eine Substitution, eine Ersetzung ist, das hatten wir glaube ich hier nur einmal, dieses C und dieses A, das ist eine Ersetzung. Und bei Einfügen und Löschen sehen Sie, die Definition ist jetzt ein bisschen asymmetrisch, bis jetzt hatten wir die Strings immer symmetrisch behandelt, ist egal, welcher der erste, welcher der zweite ist. Wenn wir darüber sprechen wollen und nur deshalb, dann betrachten wir es ein bisschen asymmetrisch. Die Problemstellung ist weiterhin symmetrisch, es ist egal, welcher String der erste, welcher String der zweite ist. Aber wenn wir darüber sprechen wollen, unterscheiden wir. Eine Einfügung ist, wenn. Also wir gucken vom ersten String zum zweiten. Eine Einfügung ist dann, wenn hier vorher nichts war, so wie hier das Minuszeichen hier und hinterher hier das G ist. Und entsprechend eine Löschung, Deletion, ist genau umgekehrt. Wenn vorher hier irgendwo was war, im oberen String das G und hier im unteren String ist nichts mehr. Was wir jetzt dann definieren können, ist für die verschiedenen Arten von Situationen, wir haben diese vier Situationen, wir können da jeweils für jede Situation Kosten berechnen, also wie schwerwiegend ist es, dass wir eine Substitution vornehmen, wie schwerwiegend ist es, dass wir eine Einfügung vornehmen, wie schwer ist es, wie sehr bestrafen wir das, dass wir eine Löschung vornehmen müssen. Prinzipiell gilt es auch für Matches, wie stark bestrafen wir das, dass ein Match vorkommt, aber das ist natürlich irgendwie nicht der Sinn der Sache. Das Modell, um einfach zu sein, erlaubt auch Bestrafungen von Matches, aber der Sinn der Sache ist natürlich, praktisch in sämtlichen Anwendungen, die mir bekannt sind und so auch in diesem Anwendungsbeispiel hier, ist der Sinn, möglichst viele Matches zu haben. Also man würde Matches nicht bestrafen, man würde alles andere, Einfügen, Löschungen und Ersetzungen bestrafen. So, dann ist die Distanz. Wenn wir einfach Einfügen, Löschen und Ersetzen jeweils mit einem Zähler bestrafen, mit Kostenwert 1, dann kommt hier genau die Edit-Distanz raus. Wie viele dieser Operationen muss man tun, um den einen String in den anderen zu überführen? Aber wir sind etwas allgemeiner, so etwas wie eine gewichtete Version der Edit-Distanz. Jede Einfügeoperation, die wir machen, jede Löschoperation, die wir machen, jede Ersetzungsoperation hat einen bestimmten Kostenwert. Also alle Löschoperationen haben denselben Kostenwert, alle Einfügeoperationen haben denselben Kostenwert, alle Ersetzungsoperationen haben denselben Kostenwert, aber die drei können unterschiedlich sein. So. Das hatten wir schon soweit gesehen. Also wir wollen wissen, entweder können wir sagen ein Alignment, wie wir es gesehen haben, oder die andere Blickwinkel, mit möglichst wenig Kosten von einem zum anderen zu kommen. Und da zumindest dann, wenn Einfügen und Löschen gleich schwer ist, ist das weiterhin symmetrisch. Ja, es ist egal, ob wir durch Einfügungen löschen
von S zu T oder von T zu S kommen. Erst dann, wenn Einfügen und Löschen unterschiedlich teuer sind, ist es nicht mehr symmetrisch. Dann spielt es eine Rolle, welches der erste, welches der zweite String ist. Das hatten wir beim letzten Mal hier schon betrachtet. Hatten wir an der Tafel hier betrachtet, müssen wir nicht mehr weiter durchgehen. Also ich will nochmal sagen, die Videos sind in der Mache, die meisten sind schon gerendert. Sie sind sogar schon zum Großteil beim ELC hochgeladen, aber noch nicht freigegeben. Ich weiß nicht, was da ist. Ich habe jetzt jemanden aus meiner Arbeitsgruppe beauftragt, dass er sich da mal dahinter klemmt, dass das endlich mal was wird. So, das hatten wir betrachtet, aber viel schöner ist natürlich, also sowohl ästhetisch schöner als auch vielleicht einsichtiger, ist diese Vorstellung hier, dass wir das Ganze verstehen als ein kürzester Wegeproblem. Das hier hinten, hier ist der Input auf der linken Seite, die beiden Strings tragen wir so ab und bauen einen Graphen nach dieser Logik auf. Nämlich, wir haben für jede Einfügung, für die Löschung haben wir jeweils eine Kante, eine horizontale oder eine vertikale Kante. Das sehen wir vielleicht am besten hier rechts bei dieser Lösung, wenn Sie das schwarz da erkennen, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Diese Kante vertikal runter entspricht dieser Einfügung, nein, dieser Löschung hier, dass im ersten String ein G ist und im zweiten String ist da nichts mehr. Hier diese Einfügung, dass oben nichts ist und unten ist ein A, entspricht dieser horizontalen Kante. Nehmen wir uns hier zum Beispiel diesen Match her, T, das entspricht dieser diagonalen Kante hier, können Sie die sehen, ja. Und diese Substitution, diese Ersetzung entspricht dann, wo sind wir hier, dieser vertikalen Kante. Und jetzt können wir auf diese Kanten, das ist durch die Farben angedeutet, die Farben sind etwas unglücklich gewählt, weil nach Schätzungen mehr als 10% der Bevölkerung rot-grün-blind sind, können Sie sich merken für Ihre späteren Vorträge oder sonstigen grafischen Gestaltungen, dass so schön symbolkräftig ja Rot und Grün ist, dass es keine gute Kombination ist, um verschiedene Dinge verschieden zu gestalten, wegen dieser weit verbreiteten Rot-Grün-Blindheit. Hier durch diese Farben trotzdem, gut, in diesem Fall ist es nicht so problematisch, weil die unterschiedlich gefärbten Kanten auch Rot und Grün auch unterschiedlich verlaufen. Die roten sind die Einfügungen und Löschungen, kann man mit 2 belegen, die Substitution mit 3, ich weiß nicht, warum die nicht mit 4 belegt sind, das würde für mich eher Sinn machen, aber so funktioniert es eigentlich auch, glaube ich. Und dann will man einen kürzesten Weg finden, von da nach da, von oben links nach unten rechts. Und kürzester Weg heißt, so selten wie möglich Einfügungen, Löschungen und Ersetzungen, also so oft wie möglich ein Match. Das, was man letztendlich haben will. Also, Entschuldigung, ich habe jetzt was Falsches gesagt, als ich gesagt habe, ich verstehe nicht, warum hier eine 3 und nicht eine 4 steht. Es ist ja nur ein Beispiel. Und wenn man ein Beispiel kreiert, ist man natürlich frei darin, die Zahlen so zu wählen, wie man es will. Was ich eigentlich meinte, ist, wenn wir an unser Anwendungsbeispiel oder an die Edit-Distanz zurückdenken, wenn wir konkret die Edit-Distanz hernehmen, dann würde es genau hinkommen, wenn wir hier beispielsweise bei der 2 bleiben, bei Insert and Deletion und hier auf 4 statt 3 gehen. Eine Substitution ist dasselbe. Nein, Edit-Distanz wäre, wenn hier auch eine 2 stünde, jetzt haben wir es langsam, bei der Substitution. Wenn Sie hingegen eine Substitution, eine Ersetzung auffassen als eine Löschung plus eine Einfügung, so kann man das ja auch auffassen, so kann man ja auch Edit-Distanz definieren, dann würde hier sinnvollerweise eine 4 stehen. Oder man würde die Kanten sogar ganz streichen, dann würde Löschung und Einfügung eben durch rote Kanten von vornherein realisiert. Wir hatten es beim letzten Mal an dieser Stelle auch schon angedeutet, das will ich aber auch nicht weiter vertiefen, dass generell das kürzeste Wegeproblem das Dijkstra-Problem von einem Knoten zu einem anderen, die kürzesten Wege bzw. die Distanzen zu finden, dass dieser Algorithmus ein Beispiel für dynamische Programmierung auch ist. Es gibt eine Rekursionsformel,
die Länge eines kürzesten Weges von S zu einem Knoten V ist die Länge eines, ist das Beste, was man kriegen kann, wenn man einen Pfad zu irgendeinem Vorgänger von V. Die Rekursion umzudrehen, zu einer Iteration zu machen und Schritt für Schritt vom Startknoten aus, vom einfachsten Fall immer Schritt für Schritt das weiter aufzubauen. Weil aus demselben Grund wie immer, wenn wir einfach, man könnte natürlich auch einfach diese Rekursionsform implementieren, nichts einfacher als das zu implementieren, aber Sie wissen ja schon aus dem anderen Beispiel, wo es auch offensichtlich hier was dann passiert, es werden Wege unendlich, unendlich oft, aber sehr, sehr oft, viel zu oft, immer wieder neu berechnet und wieder verworfen. So, das hatten wir, das ist nichts anderes als eine verbale Beschreibung von dem, was wir eben gesehen haben. Ich denke, das können wir hier überspringen. Selbstverständlich erwarte ich nicht von Ihnen, wenn in der Prüfung, wenn wir über diese Dinge reden, wenn Sie mir beispielsweise hierzu was sagen können, diese Dinge erklären können, erwarte ich selbstverständlich nicht von Ihnen, dass Sie mir dann sagen, und wie sieht das jetzt gemäß verbaler Beschreibung auf den Folien aus? Sie ändern sich, das war eine Folie weiter, selbstverständlich nicht. Wenn Sie hingegen von sich aus meinen, Sie möchten es lieber auf diese Art und Weise darstellen, meinetwegen. So, sind wir damit durch. Ein weiteres Beispiel für dynamische Programmierung, dann haben wir dynamische Programmierung auch abgeschlossen. Das ist ein Problem, manchmal sagt man, das ist das so ein Möbelwagenproblem oder ähnliches. Möbelwagen ist vielleicht ein gutes, anschauliches Beispiel. Sie haben einen Möbelwagen, sonst würde es ja nicht Möbelwagenproblem heißen, und Sie haben schwere Möbel daran zu transportieren. So schwer, dass die Geometrie keine Rolle spielt. Also, dass Sie wissen, wenn das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten ist, dann wird man das schon irgendwie in den Wagen reingepackt kriegen. Das heißt also, es geht darum, möglichst viel an Gewicht reinzutun in diesen Möbelwagen, sodass aber das zulässige Gesamtgewicht natürlich nicht überschritten ist. Versteht sich. Oder genau gesagt, die maximal zulässige Zuladung. Das kann man aber noch einen Schritt weiterführen. Das ist nur ein Spezialfall vom Integer-Knapsack-Problem, also Rucksack-Problem. Man kann auch sagen, bleiben wir beim Beispiel Rucksack auch, die Dinge, die man in einen Rucksack, ist dasselbe letztendlich, die Dinge, die man in einen Rucksack laden kann, sind nicht nur unterschiedlich schwer, sodass, es muss nicht das Kriterium Gewicht sein, es kann auch das Kriterium beispielsweise Volumen sein, sind unterschiedlich schwer und Sie sagen sich, Sie wollen nicht mehr als 30 Kilo schleppen, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, weiß ich nicht, also ich glaube, ich würde nur unter Protest 30 Kilo schleppen wollen, aber die Dinge haben auch noch einen gewissen Wert. Wenn Sie schon eine Auswahl mitnehmen wollen, dann wollen Sie nicht die 30 Kilo möglichst genau vollkriegen, nur, sondern was Sie eigentlich wollen, ist, wenn die Dinge unterschiedlichen Wert haben, den Wert zu maximieren unter der Bedingung, dass das Gesamtgewicht, also der Wert von dem, was Sie mitnehmen, unter der Bedingung, dass das Gesamtgewicht insgesamt die 30 Kilo nicht überschreitet. So, die Gewichte sind hier die AJs, also wir haben zunächst einmal N wie Nordpol, verschiedene Stücke, die wir im Rucksack oder sonst wohin reintun wollen. Wir werden es nicht schaffen, die alle reinzutun,
sonst wäre es einfach zu lösen. Wir werden es nur schaffen, eine Auswahl davon reinzutun. Die Gewichte sind die AJs. Die Auswahl wird beschrieben durch 0,1-Werte. XJ bedeutet für das Stück Nummer J, wir stellen uns vor, die sind einfach indiziert, 1 bis N. Für das Stück Nummer J bedeutet XJ gleich 1, dass dieses Stück drin ist, dass wir dieses Stück in unsere Auswahl hineinnehmen, dass wir die in unseren Rucksack hineinnehmen oder in den Möbelwagen. XJ gleich 0 bedeutet, dass wir dieses Stück nicht in unserer Auswahl haben, dass wir es nicht mitnehmen im Möbelwagen bzw. im Rucksack. Und die Profite werden sinnigerweise mit C wie Kost hier und nicht mit P wie Profit abgekürzt, aber gut. Das sind die Sorten von Abstrahierungen, die man, denke ich, in der Informatik erwarten darf, dass das geht. Nicht so wie diese Fälle, die immer mal wieder auftreten in Serviceveranstaltungen der Mathematik, wo sich dann Studierende anderer Fächer beschweren. Wir haben nur gelernt, Summe i gleich 1 bis n, Summe j gleich 1 bis m kennen wir nicht. Also Sie verstehen den Abstraktionsschritt, über den wir hier reden. So, diese C wie Kost sind also Profite, die wir maximieren wollen. Kosten wollen wir natürlich nicht maximieren, sondern Profite. Nach derselben Logik. Das Produkt besagt ja immer, was bedeutet dieses Produkt? Wenn AJ das Gewicht des J-Stückes ist und XJ ist 0 oder 1 und 1 bedeutet, es ist dabei. Das bedeutet, wenn das J-Stück nicht in der Auswahl ist, dann ist dieser Summand 0. Wenn dieses Stück in der Auswahl ist, wenn also XJ gleich 1 ist, dann ist dieser Summand gleich AJ. Das heißt, was wir effektiv hier aufzählen, ist die Summe der Gewichte in der Auswahl. Und genauso hier, was wir effektiv aufzählen, ist die Summe der Profite derjenigen Stücke, die in unserer Auswahl sind. Und diese Auswahl ist durch die X-Werte aus 0 und 1 gesteuert. Also wir wollen solche X-Werte 0 und 1 finden, so ein X aus ganzzahlig und nicht 0, 1. Aber so wie es hier formuliert ist, haben Sie sogar von jedem dieser einzelnen Stücke eine beliebig große Auswahl. Aber ich glaube im Weiteren, also dass Sie nicht nur ein Stück von dieser Sorte haben, sondern beliebig viele zur Auswahl haben und Sie können auch mehrere reinnehmen. Aber ich glaube im weiteren Verlauf wird das eher der Fall betrachtet sein, dass Sie von jeder Sorte nur ein Stück haben. Also nehmen wir das hier auch schon an. So, hier ist die Einschränkung, das Gesamtgewicht darf nicht größer sein als die zulässige Zuladung oder die 30 Kilo beim Rucksack, minus Eigengewicht des Rucksacks, versteht sich. Und das ist dann der Gewinn, den wir maximieren wollen. Das Übliche, Sie kennen das schon hier, bei Optimierungsproblemen aus der Realität kann man fast blind drauf wetten, dass die Problemstellung jeweils NP schwer ist. Sie wissen, was das praktisch bedeutet. Wir haben hier nicht thematisiert, was es theoretisch bedeutet. Wir haben aber mehrfach schon thematisiert, was es praktisch bedeutet. Es bedeutet, für jeden Algorithmus, der überhaupt nur denkbar wäre, ob wir ihn kennen oder nicht. Also für jeden Algorithmus, der in dieser Welt, in diesem Universum denkbar wäre, gibt es Beispiele, Instanzen von relativ kleiner Größe, auf denen dieser Algorithmus sich totrechnen würde. Also totrechnen würde heißt, die Zeit, die nach Schätzung der Physiker für dieses Universum noch übrig bleibt, wird definitiv nicht ausreichen. Es werden noch ein paar weitere Universen notwendig sein, bis der zum Ende kommt. Keine gute Situation, aber das ist leider die typische Situation in der Realität, in der Praxis. Und genau darum geht es bei Optimierungsalgorithmen, mit solchen Situationen umzugehen. Wollen wir diese Folie betrachten? Ich glaube, da kommen wir später nochmal. Oder nee, wir betrachten die Folie, aber wir gucken uns genauer an. Wir gucken uns genauer an, was hier dabei herauskommt, was das eigentlich bedeutet hier, was hier steht.
Nämlich, wir haben wieder so ein zweidimensionales Schema, wie wir das jedes Mal bisher gekannt haben. Ja? Also eigentlich bei jedem Beispiel, das wir betrachtet haben zu dynamischer Programmierung, hatten wir so ein zweidimensionales Parameterschema. Und das ist kein Zufall, das ist eigentlich eher typisch. So, was Sie hier haben, abgetragen von 0 bis irgendwo b, haben Sie, das ist das, was auf dieser Folie das Lambda ist. Ja? Nehmen wir uns irgendeinen Wert her. Und das, was Sie hier abgetragen haben, ist von 0 ebenfalls bis n, die Anzahl der Stücke, das ist r. R ist, male ich mal so, ist kleiner gleich n und größer gleich 0. Also wir fangen mit dem trivialen Fall 0 und 0 an in unserer Situation. So, und was steht hier? Was wollen wir hier für diese Kombination berechnen? Was wir hier berechnen wollen, ist die optimale Auswahl aus nicht x1 bis xn, sondern nur bis xr. Also diejenige, die i gleich 1 bis n, nee, nicht bis n, sondern eben bis r, ci xi maximiert, sodass jetzt nicht b unsere eigentliche obere Schranke, sondern erstmal diese zwischenobere Schranke, sodass Gesamtgewicht kleiner gleich dieser zwischenoberen Schranke ist. Was ist das Gesamtgewicht? Ci, nein, nicht ci, sondern das sind die ais jetzt. Xi, i gleich 1 bis r, kleiner gleich Lambda. Ja? Schrittweise bauen wir wieder die Lösung auf. Mit dem Hintergedanken, das ist jetzt hier, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Also dieser Wert, den ich hier abgetragen habe, der wird auf dieser Folie GR Lambda genannt und ist definiert, gut, ist definiert so, wie es da steht, also machen wir hier eine Gleichheit als Aussage und ist gemäß Definition identisch mit der optimalen Auswahl oder mit dem Wert, dem Profit der optimalen Auswahl aus diesem Teil aller Stücke, sodass diese Bedingung erfüllt ist. Jetzt haben wir wieder so ein Schema, dass wir schrittweise das aufbauen können. Rekursiv, nämlich das Schema GR Lambda können wir wieder konstruieren aus GR minus 1 Lambda, also die optimale Auswahl, wenn wir das Stück Nummer R gar nicht brauchen. Und aus dem, das brauchen wir ja nicht, GR auf dieser Ebene ein gutes Stück weiter weg,
in diesem Schema GR von Lambda minus AR. Was steht da in dieser Rekursion? Habe ich was vergessen? Ach so, das muss ich noch. Was ich hier habe, sind die Einträge in diesem quadratischen Schema. Die müssen noch dann mit diesem Profitwert, der muss noch dazukommen, richtig. Aber das ist nur sozusagen, woher man die Werte hat, woher man die Werte hat in diesem quadratischen Schema, um diesen nächsten Wert zu berechnen. Dass da noch eine Formel dazu kommt, ja. Was steht hier letztendlich? Was hier steht ist, das lässt sich gut verbalisieren, die optimale Lösung für dieses R, also diese ersten R-Stücke und diese obere Schranke Lambda, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese optimale Lösung aussieht. Eine Möglichkeit ist, dass das Stück Nummer R drin ist. Oder die andere Möglichkeit ist, dass das Stück Nummer R nicht drin ist. Das hier heißt Stück Nummer R ist nicht in optimaler Auswahl für R und Lambda. Ja, wenn es nicht drin ist, wenn dieses Stück nicht drin ist, dann ist die optimale Auswahl für R und Lambda identisch mit der optimalen Auswahl für R minus 1 und Lambda. Weil nur die Stücke 1 bis R minus 1 drin sind. Das hier wiederum ist hingegen die Situation Stück Nummer R ist in der optimalen Auswahl. Was ist die optimale Auswahl in diesem Fall? Das ist dieses Stück Nummer R plus der optimalen Auswahl für diese obere Schranke. Ja, für die jetzt betrachtete obere Schranke, wo dieses Stück R drin sein soll, minus dem AR, weil das ja noch mit reinpassen muss. Ja, wenn, vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz, damit das deutlicher wird, anzeichnen. Wenn Sie eine optimale Auswahl haben, die ein bisschen länger vielleicht, die in die Gesamtkapazität bis L reinreicht und Sie haben das Stück Nummer R drin, dann haben Sie hier also die Länge AI. Und was ist die optimale Auswahl aus den ersten R-Stücken, wo Sie unter der Bedingung, dass das Stück Nummer R drin ist, halt hier ist ein R, so, das ist die optimale Auswahl von den ersten R-1-Stücken, die hier reinpasst noch. In die optimale Auswahl aus 1 bis R minus 1, sodass da noch genug Platz ist, um dieses neue Stück dazu zu tun. Und deshalb gehen wir etwas ungewohnt, nicht einfach, hier sind wir einen Zähler runtergegangen von R nach R minus 1, hier gehen wir nicht einen Zähler runter, sondern wir gehen gleich die ganze Länge von R runter, denn wir brauchen ja, damit die Rekursion funktioniert, wir müssen den Platz haben für das R-Stück, für das Stück Nummer R.
Und das heißt halt, wir müssen die optimale Auswahl betrachten für die obere Schranke Lambda minus AR. Denn diese Länge ist ja gerade dann Lambda minus AR. Okay. Ach so, hier ist g von r angegeben und nicht g von r minus 1. Ach so, Sie sagen, weil hier ein r steht. Also man muss immer natürlich die Möglichkeit auch betrachten, ob das nicht vielleicht ein Tippfehler ist. Nehmen wir mal an, das ist kein Tippfehler. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Sie sagen, weil hier R steht, sind wir doch wieder in der Situation, konsistent auch mit dem, was hier oben steht, dass wir nicht nur ein Stück von dieser Sorte haben, sondern beliebig viele. Macht irgendwie für mich Sinn, ja? Stimmt, das ist in sich plausibel. Ja? Gut. Wieder was dazugelernt. Danke. So, und das andere sind jetzt die Rahmenbedingungen, die wollen wir uns jetzt hier nicht angucken. So, wie teuer ist dieser Algorithmus? Naja, so teuer wie das quadratische Schema eben ist. Jeder einzelne Wert zu berechnen in diesem quadratischen Schema kostet konstanten Aufwand, weil wir ja nur auf zwei verschiedene andere Werte zugreifen müssen und das mit dieser relativ einfachen Formel alles verwursteln. Und wie groß ist dieses quadratische Schema? Das hatten wir vorher an der Tafel. Die eine Dimension geht bis groß B und die andere Dimension bis klein n. Und dann haben wir genau diese Größenordnung eines Algorithmus. So. Komisch. Ich habe eben auf der letzten Folie gesagt, dass das Problem endlich schwer ist. Und jetzt auf einmal haben wir so einen effizienten Algorithmus da. Wie kann das sein? Hier sehen Sie nochmal ein Zahlenbeispiel. Erst einmal, das gehen wir jetzt nicht durch. Das können Sie sich zum Gegencheck Ihres Verständnisses, können Sie sich das zu Hause selber anschauen. Da kommen wir gleich hin. Warum ist das Problem auf der einen Seite NP schwer, also gar nicht gut lösbar? Und warum ist es auf einmal hier doch recht gut lösbar? Der Punkt, dieser Widerspruch löst sich auf durch etwas, was ich bisher nicht so thematisiert hatte. Nämlich, was genau bedeutet es, dass diese Laufzeit so dramatisch schlecht ist bei NP-schwer? Und was bedeutet es, dass bei moderat kleinen Beispielen schon die Laufzeit so dramatisch ist? Was ist die Größe eines Beispiels? Sie sind daran gewöhnt, die Größe eines Beispiels, nehmen Sie GDI2 her, sortieren, die Größe eines Beispiels drücken Sie aus in der Anzahl der Elemente in der Sequenz. Bei Bucket Sort machen Sie es ein bisschen anders, da nehmen Sie dann noch die Länge der Strings hinzu, um die Größe einer Eingabe darzustellen. Wenn Sie ein Graphenproblem haben, wie Dijkstra oder ähnliches, also wenn Sie so einen Algorithmus haben, dann sind Sie daran gewöhnt, die Größe einer Eingabe in der Anzahl der Knoten und der Anzahl der Kanten anzugeben. Wenn man so komplexitätstheoretische, fundamentale Sachen betrachtet wie NP schwer, in der Komplexitätstheorie, letztendlich einem Teilgebiet der mathematischen Logik, dann muss man sie genau festklopfen, fest definieren, was man unter Größe einer Instanz ansieht, eine Eingabe, und man hat sich dazu entschlossen, die Größe einer Eingabe eben durch die Kodierungsgröße darzustellen. Das hat aber eine Konsequenz. Der einzige Fall bei der GDI2, wo unter den typischen Algorithmen, die dort gelehrt werden, der einzige Fall, wo das tatsächlich durchgehalten wurde, ist Bucket Sort.
Die Größe der Eingabe ist die Summe aller Zeichen aller Strings, die eingegeben werden zum Sortieren. Schon bei Quicksort oder Ähnlichem stimmt es nicht ganz, denn Sie haben ja eine, wenn Sie sagen, die Anzahl der Elemente in der Eingabesequenz, das stimmt nicht. Ja, es könnte zum Beispiel ja auch, die Eingabelemente können ja beispielsweise Strings sein. Strings, deren Größe abhängig von n ist, ja, die genau die Entschuldigung, die genauso viele Zeichen haben oder letztendlich unendlich viele Zeichen haben. Entschuldigung, beliebig viele Zeichen haben können, und natürlich ist der Algorithmus wie Quicksort dann nicht wirklich n log n oder n Quadrat, weil für jeden Vergleich zweier Elemente, wenn es zum Beispiel Strings sind, müssen Sie ja Zeichen für Zeichen gegebenenfalls, wenn die sich am Anfang sehr ähnlich sind, wenn sie am Anfang identisch sind, müssen Sie ja Zeichen für Zeichen vergleichen, bis Sie irgendwo mal eine herausfinden, der eine ist kleiner, der andere ist kleiner. Ja, das stimmt eigentlich nicht ganz, was wir, also er stimmt schon in gewisser Weise, aber es entspricht nicht dem, was man in der Komplexitätstheorie betrachtet, wenn auch nicht, auch schon nicht, wenn Sie Zahlen betrachten. Sie sind daran gewöhnt, Zahlen zwei Zahlen miteinander zu vergleichen, kostet konstanten Aufwand. So haben Sie es in der GD2 auch gelernt. Selbst wenn Sie es bei mir gelernt haben, haben Sie es so gelernt. Stimmt natürlich aber nur, solange diese Zahlen alle in die Größe des Datentyps Long oder Double oder was hineinpassen. In dem Moment, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn Sie von wirklich beliebigen Zahlen ausgehen, wenn Sie also so eine Datenstruktur wie in Java, BigInt, glaube ich, oder BigInteger heißt das, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas ähnliches, also wo Sie beliebig lange natürliche Zahlen ausdrücken können, da stimmt das natürlich nicht mehr, ja, weil dann kommt es darauf an, wie groß diese Zahl ist, wie viel Speicherplatz das ist, und je mehr Speicherplatz das ist, umso mehr müssen Sie potenziell miteinander vergleichen, um festzustellen, welche der zwei Zahlen kleiner ist. Die Speichergröße ist aber von Zahlen ist aber logarithmisch. Das haben Sie mal irgendwo mitgekriegt, vielleicht sogar schon in der Schule. Deshalb sind wir hier beispielsweise, die Kodierungslänge der Zahl groß b ist der Logarithmus von b. Ja, wenn Sie das als einen String, 0-1-String, ganz normal im Binärsystem kodieren, dann kriegen Sie genau das raus. So. NP-schwer heißt zunächst einmal Folgendes. Wir haben das bis jetzt nicht wirklich thematisiert, jetzt müssen wir es aber mal tun. NP-schwer heißt, es gibt nicht mal einen Algorithmus, der auch nur polynomiale Laufzeit hätte, der dieses Problem löst. Ja, polynomial kann beliebig schlecht sein, ja. Es muss ja nicht n hoch 3 sein, wie Sie es, oder n hoch 2, wie Sie es aus der GD2 kennen. Es kann auch n hoch 1 Million sein. Selbst einen solchen Algorithmus, dessen Laufzeit durch n hoch 1 Million gibt, durch n hoch 1 Million nach oben beschränkt ist, kann es nicht geben für ein NP-schweres Problem. Und Sie können das weiterführen, n hoch 1 Milliarde oder was auch immer. Schlechte Nachrichten. Aber es ist auch tatsächlich so, beim Integer-Knapser-Problem, wenn Sie die Kodierungslänge hernehmen als Maßstab, dann in dieser komprimierten Größe wird es keinen polynomialen Algorithmus geben. Aber wir betrachten die Situation jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Ich will vielleicht eher das in Worten beschreiben, als das jetzt hier zu sagen. Ich komme dann vielleicht, ich komme dann darauf wieder zurück. Folgendes. Wenn Sie so ein Beispiel hernehmen, wie das mit dem Rucksack, ja, oder nehmen Sie das Beispiel mit dem Möbelwagen her, dann werden Sie eine gewisse Granularität in der Gewichtsmessung haben. Ja. Wenn Sie da schwere Möbel packen, dann werden Sie vielleicht auf die Granularität von ganzen Kilogramms runtergehen, oder wenn Sie unbedingt wollen, vielleicht auf die Granularität von ganzen Vielfachen von 100 Gramm. Aber mehr werden Sie da bestimmt nicht machen. Sie werden bestimmt nicht auf Mikrogramm oder etwas herunter die Gewichte von den Möbeln genau bestimmen.
Ja, sie haben eine starke Granularität und wenn sie ein zulässiges, sagen wir mal, ein Kilo und wenn sie ein zulässiges Gesamtgewicht oder eine zulässige Zuladung von, ich fabuliere mal, 2 Tonnen haben, dann heißt es, die Größe, in der sich alles abspielt, die Zahlengröße, in der sich alles abspielt, ist bis zu 2000. Über 2000 gibt es nichts mehr. Eine Summe von Möbelstücken über 2000 brauchen Sie gar nicht zu betrachten. Einzelne Möbelstücke, die mehr als 2 Tonnen wiegen, brauchen Sie nicht zu betrachten, falls Sie die dabei haben. Und das heißt also, worauf ich hinaus will, ist in dieser Sichtweise, wenn Sie sagen, in dieser Sichtweise macht es Sinn, es ist anders gezählt, die Komplexität in anderen Parametern, nicht in der Inputgröße, wo alles logarithmisch kodiert ist, sondern Sie sehen sozusagen Kilo für Kilo an. In dieser Sichtweise ist das Ganze effizient lösbar. Ja, wenn hier das B 2000 ist, also Granularität 1 Kilogramm und das B hat 2000 Kilogramm und N ist sicherlich auch nicht zu groß, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob das gemessen an der wirklichen Inputgröße, wo die ganzen A-Werte und C-Werte alle nur logarithmische Größe haben, sodass im Verhältnis zu diesen kleinen, kompakten Kodierungen, wie man sie in Komplexitätstheorie betrachtet, die Laufzeit riesengroß ist, aber gemessen an den, nicht an der Kodierungsgröße, sondern an den wirklichen, eigentlichen Integern, die exponentiell groß selber ihre eigenen Kodierungsgröße sind. Ja, jede Zahl ist exponentiell groß in ihrer eigenen Kodierungsgröße, weil umgekehrt die Kodierung einer Zahl logarithmisch ist. Ja, wenn Sie also nicht in der Kodierungsgröße der Zahlen das Ganze betrachten, sondern in den Zahlen selber, was man in der Komplexitätstheorie eben nicht macht, aber hier schon, dann ist das Ganze im Verhältnis dazu doch effizient lösbar. Und zwar sehr effizient lösbar, nicht? Das ist das, was dahinter steht. Und solches Verhalten, wenn wir also nicht die Kodierungsgröße der Zahlen, sondern die Zahlen selber hernehmen, wenn das dann nicht mehr so gruselig schlechte Laufzeiten hat, nicht, dass es nicht mal n hoch eine Million oder n hoch eine Milliarde oder sonst was ist, dann nennt man diese Problemstellungen oder diese Algorithmen eigentlich die Problemstellung pseudopolynomial. Nicht polynomial, aber weil das würde bedeuten Polynomial in der Inputgröße, aber Polynomial in den Zahlen selber, die für sich schon exponentiell in der Inputgröße sind. Also durch diesen Unterschied zwischen den Zahlenlängen, zwischen der Größe der Zahl und ihrer Kodierungsgröße versteckt sich der Unterschied. Das ist gemessen an der Kodierungsgröße, wie man das in der Komplexitätstheorie betrachtet, gruseligen Aufwand hat, aber gemessen an den Zahlen selbst keinen gruseligen Aufwand hat. Ist öfters mal die Situation so, aber leider nicht immer so. Es wäre schön, wenn das immer so wäre. Dann könnten wir diese eine Folie auflegen und dann wäre die ganze Vorlesung fürs ganze Semester mit dieser einen Folie erledigt. Aber da es nicht immer so ist, müssen wir noch viele andere die Ansätze betrachten, die wir bisher betrachtet haben und die wir noch betrachten werden. So, jetzt gehe ich noch eine Folie zurück. Knappsack als ein Wegeproblem. Wir hatten auch wieder nicht überraschend. Ich denke, das ist auch eine typische Situation, dass man in dynamische Programmierungsansätze auch verstehen kann als Wegeprobleme. Das hatten wir eben beim Alignment-Problem schon, hier auch in einer etwas anderen Situation. Was ist hier der Graph? Der Graph geht durch sämtliche Werte von 0 bis zu groß B. Also das 6 ist in diesem Beispiel hier das Groß B. So. Sie sehen, es gibt eine Kante jeweils von einem Wert zum nächsten. Diese Kante drückt aus, dass wir drückt im Grunde diese Beziehung hier aus, dass wir von R minus 1, nee, Entschuldigung, das ist falsch, was ich hier jetzt sage.
Nee, so, es drückt was, es ist eine etwas andere dynamische Programmierung. Es drückt aus, dass wir von einem Lambda-Wert zum nächsten Lambda-Wert gehen, ohne. Also es ist nicht dieses quadratische Schema, es ist ein anderes Schema. Gut, dass ich das noch rechtzeitig gemerkt habe. Steht hier auch, another recursion. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dass man von einem Lambda zum nächsten Lambda geht, ohne dass sich was ändert. Ja, also eine Möglichkeit, wie es optimal hier sein könnte, wäre, für b gleich 6 wäre, es könnte sein, dass die optimale Lösung für b gleich 6 identisch ist mit der optimalen Lösung für b gleich 5. Das heißt, dann würde man die optimale Lösung durch den Graphen durch bis 5 hernehmen und dann noch diesen Schritt, um anzuzeigen, von 5 nach 6 passiert nichts mehr. Ist im Allgemeinen nicht unbedingt so. Was Sie sehen, ist hier für jedes Stück. Und hier ist jetzt auch notwendig sogar, dass die Stücke öfters vorkommen können. Hier geht es in dieser Formulierung geht es gar nicht anders. Für jedes Stück, das Sie haben, hier sehe ich, was haben wir hier? Wir haben eine Stücklänge 6, eine Stücklänge 10, eine Stücklänge 15 und eine Stücklänge 16. Oder Gewicht. In unseren Beispielen waren es immer Gewichte. Und ein Pfad von links nach rechts, von 0 nach 6, kann man verstehen als eine Auswahl. Wir wählen einmal die 10, gehen über diese Kante, wählen einmal die 6, gehen über diese Kante und wählen nichts mehr, dann gehen wir über diese, dann gehen wir zu dieser Kante hier. Wobei, Entschuldigung, diese Zahlen sind die Profite, Entschuldigung. Diese 6, 10, 15, 16 sind die Profite. Das Gewicht ist ausgedrückt durch die Länge der Kante. Also diese Kante geht von 0 bis 3, das heißt, sie hat Länge 3, Gewicht 3 in unseren Beispielen. Diese Kanten hier, die Profit 6 tragen, haben Länge 2, das heißt, sie haben Gewicht 2 und so weiter. So, wenn ich jetzt einen Pfad so betrachte, der kann ja durchaus auch mittendrin sogar nochmal eine Null haben, ist eigentlich egal, irgendein Pfad. Vielleicht erst diesen Pfad hier, diese Kante hier zu nehmen, drei Schritte weiterzukommen, hier einen Schritt weiterzukommen, mit null Profit natürlich, weil wir nichts hinzunehmen, und hier nochmal zwei Schritte weiterzukommen mit sechs Profit. Das wäre also die Auswahl einmal. Ein Stück mit Gewicht 3 und Profit 10 plus gar nichts, plus einmal ein Stück mit Gewicht 2 und Profit 6. Das wäre dieser Pfad. Oder wir können uns einen anderen Pfad hernehmen. Wir nehmen uns ein Stück her mit Gewicht 15 und mit Profit 15 und Gewicht 4 plus einmal Gewicht 2 und Profit 6 und sind auch bei B angekommen. Ja, jede mögliche Auswahl von Stücken ist äquivalent zu einem solchen Pfad. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir die Problemstellung so betrachten, nicht so wie sie eigentlich normaler, also in der Literatur, wie ich es typischerweise kenne, sondern in einer etwas anderen Situation. Nämlich, Sie sehen hier, man kann auch einen Pfad haben. Das lässt sich gar nicht anders, das lässt sich gar nicht verhindern. Das lässt sich gar nicht modellieren, um das auszuschließen. Sie können auch einen Pfad haben. Ein Stück von dieser Sorte plus noch ein Stück von dieser Sorte plus noch ein Stück von dieser Sorte. Das heißt also, wir haben ganz konkret die Situation, dass wir nicht von jeder Sorte beliebig viele Stücke drin haben, die wir da zusammenpacken können. Denken Sie sich eine Palette, wo Sie Pakete von verschiedener Art drauf platzieren können. Zum Beispiel. Gut, aber alles andere, was ich gesagt habe, funktioniert nur das, was auf dieser Folie ist. Aber alles andere funktioniert auch in dem eigentlich natürlicheren Szenario, von dem ich ursprünglich ausgegangen bin, dass jedes Stück nur einmal vorkommt. Ja, Sie haben typischerweise nur ein Möbelstück von jeder Sorte. Und wenn Sie mal vier Stühle haben, dann sind das eben vier verschiedene Stücke, die zufällig dieselben Charakteristika haben, dasselbe Gewicht, derselbe Profit. So, damit sind wir mit dynamischer Programmierung durch. Ein sehr mächtiger Ansatz,
Aber wie immer, man könnte eine ganze Vorlesung hier, ein ganzes Semester füllen, nur mit dem Thema dynamischer Programmierung. Aber wichtig ist erst einmal hier überall, dass Sie einen Einblick bekommen, ein Verständnis bekommen, sodass Sie gegebenenfalls dann auch vielleicht auf eigene Faust, dann, wenn Sie vor einer solchen Situation stehen, dann weiter agieren können. So, wir kommen jetzt zu einer anderen Klasse von Algorithmen. Greedy heißen die und die heißen nicht umsonst so. Greedy heißt auf Englisch gierig. Gierige Algorithmen, weil sie immer das tun, was in dem Moment kurzsichtig. Also eigentlich fände ich es besser, eine bessere Formulierung, eine bessere Begriffsbildung, wenn man sie kurzsichtige Algorithmen nennt. Ich denke, das trifft es besser, dass sie kurzsichtig immer nur schauen, in meinem kleinen eingeschränkten Blickfeld, was ist das Beste, was ich jetzt als nächstes tun kann? So, in welche Richtung gehe ich jetzt am besten? So, hopp, einen Schritt weiter. Jetzt habe ich ein neues, aber weiterhin eingeschränktes Blickfeld. Was ist das Beste, wo kann ich jetzt am besten hingehen und so weiter? Aber es hat sich etabliert, das greedy zu nennen. Und so werden wir das jetzt auch nennen. So, jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Auf die Grundvorstellung des ganzen Kapitels, des ganzen Abschnitts. Vielleicht sollte ich noch mal ich sollte noch mal ganz kurz zur dynamischen Programmierung zurückkommen, denn mir fällt gerade auf, dass wir gar nicht thematisiert haben, was das Thema dynamische Programmierung eigentlich mit dem Oberthema des ganzen Abschnitts zu tun hat. Das scheint bei irgendeiner Überarbeitung der Folien, und zwar nicht bei einer Überarbeitung durch mich, sondern durch jemand anders, mal weggefallen zu sein. Also müssen wir es jetzt hier nachtragen. Ich hatte es ursprünglich reingeschrieben. So, Sie erinnern sich, es geht in diesem ganzen Abschnitt, da müssen Sie jetzt weit zurückdenken, vor Weihnachten. Es geht in diesem ganzen Abschnitt um solche Branching Trees. Das heißt also, wir können das so sagen, der Lösungsraum wird schrittweise, meistens binär, muss aber nicht binär sein, wird schrittweise zerlegt, indem verschiedene Bedingungen jeweils hinzugefügt werden. Hier, also ein Standardbeispiel, was wir betrachtet haben, war sowas wie zum Beispiel x1 gleich 0, x1 oder kleiner gleich 0, x1 größer 0. So, sowas. In der Form, dass der Lösungsraum zerlegt wird in alle Lösungen, bei denen diese Bedingung erfüllt ist und alle Lösungen, bei denen diese Bedingung erfüllt ist und so weiter und so fort. Und irgendwo unten sind dann die einzelnen zulässigen Lösungen als Blätter. So weit eingeschränkt, dass nur noch eine zulässige Lösung übrig bleibt. Oder gar keine. Das kann auch sein. Und wir hatten in den verschiedenen Algorithmen, beispielsweise bei Branch and Bound war das sehr intensiv so, hatten wir immer geschaut, was kann man tun an einem Knoten, dass wir nicht den ganzen Teilbaum, der da drunter ist, auswerten müssen, dass wir da nicht durchlaufen müssen, weil wir können uns natürlich nicht leisten, diesen ganzen Baum zu durchlaufen. Sie wissen, allein schon, wenn es nur binär ist, Sie wissen, was mit der Breite dieses Baumes passiert, wenn er eine gewisse Tiefe hat. Ja, das explodiert, das können wir nicht machen. Und da haben wir immer geschaut, können wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass wissen wir, haben wir ein Zertifikat in der Hand, einen Beweis in der Hand, dass wir diesen Teilbaum nicht durchsuchen müssen, weil außerhalb dieses Teilbaums und außerhalb aller anderen bisher abgeschnittenen Teilbäume immer noch eine optimale Lösung übrig geblieben ist. Das war immer das Grundprinzip, beispielsweise bei Branch and Bound. Und im Grunde ist das bei dynamischer Programmierung genauso. Diese
diese Formulierungen immer mit Maximum hier wird es jetzt vielleicht klarer, hier das Maximum von zwei Optionen. Ja, was sie im Grunde tun, wenn sie hier so ein Schema durchgehen, habe ich das noch aufgezeichnet oder ist das schon wieder? Ja, ist leider weg. Dieses Maximum dort in der Rekursion, das bedeutet, Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie zerlegen den Lösungsraum für R Lambda, für die ersten R Stücke und für Oberschranke Lambda, den zerlegen Sie in zwei Teilräume, diesen Lösungsraum, nämlich den, bei Maximum das erste, was passiert, wenn ich das letzte Stück gar nicht hinzunehme, wenn ich vom letzten Stück nichts hinzunehme, was passiert auf der anderen Seite, wenn ich das letzte Stück hinzunehme. Ja, genau so, wie wir das auch bei Branch and Bound und anderen Algorithmen betrachtet haben, zerlegen wir das Schritt für Schritt, zerlegt diese Rekursion das Schritt für Schritt in Teilbäume. Und genauso beim Sequence Alignment beispielsweise. Ja? Was passiert? Eine Möglichkeit ist, ganz zum Schluss wird substituiert, gelöscht oder eingefügt oder gematcht. Was passiert dann jeweils? Wir zerlegen das also in die vier verschiedenen Teilmengen des Lösungsraums, wo die letzten beiden gematcht oder eins gelöscht oder eins eingefügt oder wo substituiert wird und kämen dann in diesem Fall nicht auf den binären, sondern auf einen viergliedrigen Baum. Aber es ist immer dasselbe. Das geht dann Schritt für Schritt weiter. Wenn Sie die Rekursion folgen, geht das dann Schritt für Schritt weiter und Sie kriegen genauso einen Baum. Nur, was Sie jetzt anders machen bei der dynamischen Programmierung ist, dass Sie erkennen, also das vielleicht jetzt gerade nicht, aber dass Sie erkennen, dieser Knoten hier und dieser Knoten hier, die Teilbäume, die da drunter hängen, sind identisch. Also braucht man es nur einmal berechnen. Und sinnvollerweise nicht, indem man runtergeht im Baum, an der einen Stelle das berechnet und wieder hochgeht und dann an einer anderen Stelle feststellt, das war schon mal berechnet, also braucht man es nicht nochmal zu berechnen, sondern indem man es bottom-up schon von vornherein berechnet und das nur einmal berechnet. Die Situation, wie Sie das vom Branch and Bound her kennen, dass man tatsächlich bottom-up runtergeht und einmal berechnet man das und beim zweiten Mal stellt man fest, es ist schon mal berechnet worden, braucht man nicht nochmal. Die kann auch auftreten in komplexeren Situationen. Da habe ich vor langer Zeit, 25 Jahre oder so, mal selber so eine dynamische Programmierung gebaut, wo es nicht eine quadratische Anzahl von solchen verschiedenen Konstellationen gab, sondern eine viel, viel größere Anzahl, also wo das Schema schon für sich genommen viel zu groß war, wo ich für jede Kombination, auf die ich mal gestoßen bin, dann und das berechnet habe, in einer Hash-Tabelle diese Kombination abgelegt habe. Und wenn ich später auf einer anderen Stelle im Baum wieder zur selben Kombination gekommen bin, oder bei irgendeiner beliebigen Kombination bin, schaue ich nach, habe ich nachgeschaut, ist diese Kombination schon in der Hash-Tabelle? Wenn ja, kann ich den Wert einfach nehmen. Also diese Sichtweise hat durchaus ihre Relevanz, dass wir das einordnen in diesem Oberabschnitt über Branching Trees. So, jetzt kommen wir aber wieder zu Branching Trees zurück, etwas näher dran, und zwar auf eine sehr langweilige Art. Wir gehen genau einmal einen Zweig im Entscheidungsbaum, ich habe jetzt Branching Tree gesagt, also Entscheidungsbaum war der Begriff, im Allgemeinen gehen wir genau einen Pfad runter bis zu irgendeinem Blatt. Und jedes Mal, also wir gehen einen Schritt runter, einen Schritt runter, einen Schritt, einen Schritt, einen Schritt, einen Schritt, einen Schritt, so bis wir bei einem Blatt sind.
Und jedes Mal gucken wir, wie ich das sagte, mit dem eingegrenzten Gesichtsfeld, was scheint jetzt die beste Möglichkeit zu sein, um einen Schritt tiefer zu kommen? Welche der verschiedenen Wahlen sieht jetzt plausibel aus? So, generell sind solche Methoden, heißen solche Methoden Greedy-Algorithmen, aber wir werden uns hier auf die Standardsituation noch einschießen, nämlich eine spezielle Situation, die uns einiges an Kopfschmerzen bereiten wird. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus. So, gibt es hier noch was dazu zu sagen zum Greedy-Algorithmus? Nö, ich denke, es ist erstmal vom Grundsätzlichen her klar, nicht? Greedy-Algorithmus kann man auch sehen als den Spezialfall von Backtracking. Sie erinnern sich, ich hatte ein Backtracking gehabt. Man geht runter, stellt fest, dumm gelaufen, irgendwas ist hier verkehrt, geht wieder zurück. Vielleicht einen Schritt zurück oder sogar mehrere Schritte zurück, um den Catch-22 da, den Widerspruch aufzulösen. Und dann versucht man es in eine Richtung. Backtracking, der Spezialfall von Backtracking, Greedy ist der Spezialfall von Backtracking, dass wir nie zurückgehen. Dass wir nur einmal runtergehen und das war's. So, wir betrachten aber eine bestimmte Situation, die sehr, sehr häufig ist. Die eigentlich so die typische Situation ist. Ich will auch gleich, bevor ich sie jetzt überfrachte mit Notationen und nicht ganz so einfach zu durchschauenden Informationen, will ich Ihnen aber auch gleich von vornherein sagen, wohin das führen wird. So als eine kleine Motivation, so die eine oder andere Durchstrecke zu überwinden. Das wird dahin führen, Greedy-Algorithmus ist offensichtlich in den meisten Fällen schlecht. So ähnlich wie lokale Suche, bei nachbarschaftsbasiert sind Greedy-Algorithmen, werden im Allgemeinen kein Optimum finden, sondern werden oft genug auch sogar sehr schlechte Lösungen finden. Es gibt viele Situationen in der Praxis, wo Greedy-Algorithmen schon sehr gute Lösungen liefern, aber es gibt auch Situationen in der Praxis, wo Greedy-Algorithmen grottenschlechte Lösungen liefern. Aber auch sehr gute Lösungen müssen noch nicht optimale Lösungen sein. Muss nicht die beste Lösung sein, sondern eben nur relativ nah dran. Worauf wir hinzielen, ist eine Charakterisierung, unter welchen Umständen der Greedy-Algorithmus tatsächlich garantiert eine Optimallösung liefert. Das kann man sehr gut charakterisieren, ist bloß ein bisschen kompliziert. Wir werden auch als ein Nebenprodukt aus höherer Warte nochmal sehen, der Algorithmus von Kruskal, den Sie dunkel noch in Erinnerung haben, über minimalspannende Bäume, maximalspannende Wälder, ist ein Greedy-Algorithmus. Das ist noch nicht die tiefe Einsicht, das werden wir gleich nochmal sehen, dass das ein Greedy-Algorithmus ist. Aber diese Charakterisierung, unter welchen Umständen ein Algorithmus tatsächlich die beste Lösung liefert, diese Charakterisierung beweist auch nochmal wieder, dass der Algorithmus von Kruskal tatsächlich die Optimallösung liefert. Also wir werden jetzt auf ein Resultat hinsteuern, wo der in dem die Optimalität des Algorithmus von Kruskal eingebettet ist, wenn man so will. So, das war die Vorrede. Jetzt geht es hier zur Sache. Das Unabhängigkeitssystem, Independence System, ist noch was relativ Einfaches. Vielleicht gehen wir einfach zu Beispielen hier her, bevor wir das nochmal genau formulieren. Ein schönes Beispiel ist Knappsack wieder, wo wir eben waren. Unabhängigkeitssystem heißt, jede Auswahl, wenn Sie eine Auswahl haben und die passt rein, dann können Sie auch Elemente rausnehmen und es passt immer noch rein. Also sind die Auswahlen beim Knappsack-Problem ein Unabhängigkeitssystem. Nehmen Sie ein anderes Beispiel her. Wälder in einem Baum, spannende Welt im Baum, also zügelfreier Subgraph eines Graphen als Kantenmenge. Wenn Sie so einen zügelfreien Subgraph eines Graphen haben und Sie nehmen noch Kanten raus, dann bleibt zügelfrei. Das heißt, die Menge aller zügelfreien Subgraphen eines Graphen
Sie sind ein Unabhängigkeitssystem. Ja? Kommen wir gleich. 2 hoch E. Die Mathematiker, haben Sie ja vielleicht mitbekommen, legen sehr viel Wert auf elegante Notation. Und auch die Informatiker legen eher Wert auf irgendwelche witzigen Notationen. Die Mathematiker eher auf elegante. Auch, ja, ich muss jetzt langsam daran denken, dass das Ganze ja mal irgendwann weltöffentlich gestellt wird. Also sollte ich mich jetzt hier nicht rauslehnen. Das ist nichts anderes als die Potenzmenge der Menge E. Es gibt gewisse Gründe, warum man das als gut passend zu anderen Notationen sehen kann. Ja, also letztendlich steckt dahinter die Identifikation einer Auswahl mit dem charakteristischen String, also mit dem 0,1-String, der diese Auswahl bezeichnet. Deshalb das 2. Also 2 ist eine Abkürzung für 0,1. Was hier steht, ist 0,1 hoch e verdichtet zu 2 hoch e. Das kann man elegant finden. Gut, also lassen wir uns da jetzt nicht weiter beirren. Das ist einfach die Potenzmenge 2 hoch e. Die Potenzmenge der Menge e. So, anderes Beispiel, Matchings in einem Graphen. Ja, wenn ich ein Matching in einem Graphen habe, Sie erinnern sich, was das ist. Das ist eine Kantenmenge, wo keine zwei Kanten denselben Knoten gemeinsam haben. Wenn ich dann noch Kanten wegnehme, ist es weiterhin ein Matching. Jetzt fällt mir gerade, jetzt muss ich mal spicken, noch ein schönes Beispiel. Nee, die anderen Beispiele gefallen mir nicht so. Doch, jetzt ein Beispiel noch, was wir später nochmal betrachten werden. Nehmen Sie sich eine Menge von linear unabhängigen Vektoren her. Wenn Sie davon welche wegnehmen, ist der Rest immer noch linear unabhängig. Also sind Mengen von linear unabhängigen Vektoren ein Unabhängigkeitssystem. Ja? Es bedeutet nichts anderes als, wenn Sie eine Menge y im Unabhängigkeitssystem haben, eine Auswahl y im Unabhängigkeitssystem, und Sie haben eine Teilmenge x davon, dann ist dieses x ebenfalls ein Unabhängigkeitssystem. So wie ich das immer gesagt habe. Wenn Sie aus Matching-Kanten rausnehmen, ist es immer noch ein Matching. Deshalb ist die Menge aller Matchings in einem Graphen ein Unabhängigkeitssystem. So, die erste Bedingung hier ist eigentlich sogar redundant, denn die leere Menge ist natürlich eine Teilmenge jeder Menge hier. Das heißt also, wenn Sie x als die leere Menge reinsetzen, die natürlich Teilmenge von jedem y ist, dann folgt aus M2 sowieso schon, dass die leere Menge ebenfalls im Unabhängigkeitssystem ist. Stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, dass es redundant ist. Das ist wieder eine schöne elegante Weise. M1, der Sinn von M1 ist einfach auszusagen, dass dieses Unabhängigkeitssystem nicht leer ist. Ja, ich habe eben gesagt, die leere Menge ist automatisch garantiert in jedem Unabhängigkeitssystem drin, weil Sie, wenn Sie ein Element y aus dem Unabhängigkeitssystem hernehmen, eine Auswahl y, leere Menge ist eine Teilmenge davon, dann ist leere Menge natürlich automatisch auch drin. Vorausgesetzt, das Unabhängigkeitssystem ist nicht leer. Dann gibt es diese Argumentation nicht, dass ich y hernehme aus dem Unabhängigkeitssystem, weil es kein solches y gibt. Also muss man irgendwie noch sagen, die leere Menge, also das Unabhängigkeitssystem ist nicht leer. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, M1, erste Bedingung ist, das Unabhängigkeitssystem ist nicht leer. Aber das wäre ja zu einfach, das wäre unelegant. Man kann natürlich genauso gut sagen, die leere Menge ist Teilmenge des Unabhängigkeitssystems, ist völlig äquivalent. Ist doch schön alles elegant, nicht? So, wir werden noch was Besonderes brauchen, die sogenannten Basen. Wir werden auch feststellen, dass das was mit dem zu tun hat, was Sie aus der linearen Algebra als Basen kennengelernt haben, dass es sehr viel damit sogar zu tun hat. Diese, wenn Sie ein maximales Matching haben, in dem Sinne, dass Sie keine Kante mehr hinzufügen können, sodass es noch ein Matching bleibt, dann ist das eine Basis. Ich habe jetzt Base gesagt, Basis, sagt man im Deutschen. Oder was war ein anderes Beispiel? Knappsackproblem, wenn Sie eine Auswahl haben,
die in den Rucksack reinpasst oder die das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet. Und wenn Sie kein weiteres Stück hinzunehmen können, egal welches, ohne das zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten, dann ist diese Auswahl, die Sie jetzt bis dahin getroffen haben, eine Basis. Das ist der Begriff Basis hier. Und vielleicht schon die erste Idee, was das mit Basen in linearer Algebra zu tun hat. Das sind natürlich immer maximale Mengen. Eine Basis eines Unterraums oder eines Raumes ist immer eine maximale Menge von linear unabhängigen Vektoren. Ja, Sie können innerhalb in diesem Unterraum keinen weiteren Vektor hinzunehmen, sodass das Ganze noch linear unabhängig bleibt. Daher kommt diese Begriffsbildung. Ich hoffe, Sie haben jetzt Linienalgebra nicht so weit verdrängt, dass ich jetzt für Sie böhmische Dörfer rede. So, das kann man einmal als Maximierungsproblem betrachten. Wichtig sind hier die kleinen, feinen Unterschiede. Ich meine jetzt nicht den Unterschied, dass hier ein Max und hier ein Min steht, sondern die kleinen, feinen Unterschiede hier zwischen hier und hier. Maximierung ist einfach zu formulieren. Wir wollen eine Auswahl finden, also wir haben eine Grundmenge gegeben. Ich sollte noch dazu sagen, wir betrachten hier immer nur endliche Grundmengen. So wie wir es auch in den Beispielen gesehen haben. Matching, die Kanten eines Graphen bei uns. Es gibt auch Theorien über unendlich große Graphen. Wir hier betrachten nur endlich große Graphen mit endlich vielen Knoten, endlich vielen Kanten. Matchings, die Menge aller Kanten in einem Graphen, aus dem man Matchings bilden kann, ist eine solche endliche Menge. Und Sie sehen schon, es ist auch kein Zufall, dass in der Literatur diese Grundmenge immer groß E bezeichnet wird. Das kommt genau aus diesen Beispielen her, insbesondere aus dem Beispiel spannende Wälder. Der intuitive Hintergrund ist eine Kantenmenge, deshalb groß E. So, Maximierungsproblem ist, wir wollen eine unabhängige Menge finden, sodass das Gesamtgewicht maximal ist. Okay, machen wir uns klar, das wird automatisch immer eine Basis sein. Wenn wir positive Kantengewichte, positive Gewichte auf den Grundmengen haben. Hier allgemein ist das nicht der Fall. Ist nicht vorausgesetzt, dass sämtliche Gewichte positiv sind. Aber wenn die Gewichte, was ja in der Praxis der übliche Fall ist, wenn die Gewichte alle positiv sind, dann wird es automatisch eine Basis sein. Denn wenn man noch ein Element hinzunehmen kann, das hat positives zusätzlichen Profit, nehmen wir rein und haben wir eine bessere Lösung gefunden. Bei Minimierung ist es was anderes. Ja? Wenn die Gewichte alle positiv sind, ist in dieser Formulierung nichts zwingend gegeben, aber es ist eben die typische Situation. Wenn die Gewichte alle positiv sind, was ist die minimale Lösung? Die leere Menge. Toll. Tolles Problem, tolle Problemstellung. Aber das ist nicht das, was man will. Was man will ist, kommt hier jetzt deutlich zum Ausdruck, weil es nicht sich automatisch ergibt. Was man will, ist immer eine Basis von minimalem Gesamtgewicht. Diese Bemerkung hier sollten wir nicht übersehen. Diese Menge aller verschiedenen unabhängigen Teilmengen ist nicht aufgelistet. Ja? Wir haben keine Liste. Das ist ein zykelfreier Subgraph, das ist ein zykelfreier Subgraph, das ist ein zykelfreier Subgraph und so weiter. Sondern wir gehen davon aus, wenn wir eine Teilmenge der Gesamtmenge haben, eine Auswahl haben, dann gibt es da etwas, was man in der Informatik immer ein Orakel nennt. Das hat nichts mit dem eingetragenen Warenzeichen zu tun. Ist Ihnen in dieser Form der Begriff Orakel schon in der Informatik, typischerweise in der Informatik, begegnet? Letztendlich, also äquivalenter Begriff ist Blackbox. Sie stellen eine Anfrage und Sie kriegen eine Antwort. Und Sie haben keine Ahnung, wie diese Antwort berechnet worden ist. Also Sie rufen eine Funktion, Prozedur, Methode auf und geben in diesem Fall diese Teilmenge f rein und kriegen die Antwort, ja, es ist eine unabhängige Menge, nein, es ist keine. Ja, und wenn das Unabhängigkeitssystem die Menge aller zykelfreien Subgraphen eines Graphen ist, dann checkt dieses Orakel einfach, ob ein Zykel drin ist oder nicht. Oder wenn das in dem Unabhängigkeitssystem die Menge aller Matchings eines Graphen sind, daraus besteht, dann checkt dieses Orakel einfach, ob irgendwo zwei Kanten
einen Knoten gemeinsam haben und dann gibt es Nein aus. Und wenn keine zwei Kanten einen Knoten gemeinsam haben, gibt es Ja aus. So. Stable Set, jetzt muss ich nochmal überlegen, das war unabhängige Menge, genau. Unabhängige Menge von Knoten nennt man auch stabile Menge von Knoten. Also diesen Begriff finden Sie, diese Problemstellung finden Sie auch als Independent Problem. Wir wollen eine möglichst große Menge von Knoten finden, so ein bisschen ähnlich wie Matching, nur jetzt auf Knoten statt auf Kanten. Wir wollen eine möglichst große Menge von Knoten finden, oder mit möglichst großem Gesamtgewicht, weil auf den Knoten Gewichte gegeben sind, sodass keine zwei Knoten durch eine Kante miteinander verbunden sind. Das ist das Maximum Weight Stable Set Problem. Auch das ein Unabhängigkeitssystem, wenn Sie aus so einer Menge von Knoten, die sich alle gegenseitig nicht berühren, Knoten noch rausnehmen, ist die Eigenschaft weiterhin erfüllt, dass sie sich gegenseitig nicht berühren. Dieses Beispiel hier ist besonders wichtig, weil es besonders beispielhaft ist, wenn mir das Wortspiel erlaubt ist. Die Rundtouren sind keine unabhängige Menge. Denn wenn Sie aus einer Rundtourkanten rausnehmen, ist es keine Rundtour mehr. Aber die Rundtouren sind auf natürliche, ich will fast sagen triviale Art und Weise die Basen eines Unabhängigkeitssystems. Was ist dieses Unabhängigkeitssystems? Das sind sämtliche Teilmengen von Rundtouren. Das ist eine typische Situation. Ja, wenn Sie haben automatisch immer, wenn Sie sowas wie Rundtouren beispielsweise haben, als zulässige Lösung, Sie haben immer, wenn Sie sämtliche Teilmengen hinzunehmen, haben Sie automatisch trivialerweise Unabhängigkeitssystem und können sozusagen dann eben, und das ist eben die Fundierung für den Greedy-Algorithmus, dass Sie eben umgekehrt Schritt für Schritt Kanten hinzunehmen, bis es ein Rundtour ist. Das dritte Beispiel, da habe ich mich mit irgendjemandem mal intensiv drüber gestritten, ob das jetzt ein sinnvolles Beispiel ist oder nicht. Ich lasse es mal aus. Wenn Sie mich in der Prüfung überzeugen können, dass es ein sinnvolles Beispiel ist, kann das nur gut sein für den weiteren Verlauf der Prüfung. Knapsack hatten wir eben, Spanning Tree hatten wir eben, also Forests, genau. Wenn die zulässigen Lösungen die spannenden Bäume sind, eines Graphen, dann sind die zügelfreien Subgraphen das entsprechend induzierte Unabhängigkeitssystem. Ja, alle Teilmengen der spannenden Bäume ist gerade die Menge der zügelfreien Graphen, der zügelfreien Subgraphen in diesem Baum, in diesem Graphen. Matching hatten wir auch schon gehabt, brauchen wir nicht nochmal anzusprechen. So, wir betrachten Maximierungsproblem. Wir sind jetzt eigentlich soweit fertig, also wir sollten an dieser Stelle jetzt Schluss machen, sobald, also ein paar Minuten vielleicht noch, ein, zwei Minuten noch. Das hier sollte langsam aber sicher, was auf dieser Folie steht, sollte eine kleine Erinnerung an Kruskal vielleicht bei Ihnen provozieren. Was war Kruskal für maximal spannende Wälder? Sie sortieren zuerst die Kanten nach dem Gewicht. Und dann betrachten Sie jede einzelne Kante. Sie beginnen mit einem leeren Baum, mit einem leeren Wald. Sie betrachten jede einzelne Kante nach Gewicht. Und wenn diese Kante einen Zyklus schließt, dann verwerfen Sie sie, betrachten Sie nie wieder. Wenn diese Kante keinen Zyklus schließt, nehmen Sie sie dazu. Und genau das steht in abstrakter Form in den Begriffsbildung eines Unabhängigkeitssystems steht hier. Wir sortieren zuerst die Elemente der Grundmenge, fangen an mit der leeren Menge als Element des Unabhängigkeitssystems. Und solange wir nicht aus dem Unabhängigkeitssystem rausgehen durch Hinzufügen weiterer Elemente der Grundmenge, solange fügen wir weiter hinzu. So. Hier ist vielleicht nochmal die Begründung dafür, letztes Wort, die Begründung dafür, hier steht, vor ein paar Folien stand,
nicht aus den positiven reellen Zahlen jeweils, aber wenn wir zum Beispiel das Maximierungsproblem betrachten, brauchen wir uns Elemente mit negativem Gewicht nicht anzuschauen, die werden niemals in einer optimalen Lösung drin sein. Die sollten wir niemals hinzufügen. So, damit sind wir für heute durch. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.